Hi! Heute stellen wir euch Geschichte eines Studenten vor. Tomek beginnt sein Germanistikstudium an der Breslauer Universität. Oktober. Das Semester fängt an. Alles geht gut. Seine Zeit widmet er dem Lernen. November. Nach einem Monat weiß er genau, wie die Schule läuft. Er muss nicht so viel lernen. Dezember. 2 Monate später hat er schon die Nase voll. Obwohl er fix und fertig ist, hat er immer Zeit für Partys und Freunde. Januar. Das Semester geht zu Ende. Die Prüfungszeit nähert sich immer schneller. Immer mehr Notizen zu lernen, immer mehr Aufgaben zu machen und die Prüfungszeit ist schon gleich. Muss ich wirklich? Sie kommt. Sie entscheidet, was ich weitermachen werde. Die Prüfung. Viel Glück, denken Sie sich. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Es geht los. Alle warten. Spannung steigt. Jetzt kann alles passieren. Er kommt! Hat er das bestanden?